heutiges Thema ist authentisches, kompetenzorientiertes und ressourcenvermitteltes Prüfen. Durch dieses Thema werden uns nachher Tobias Halbherr und Miriam Barnard begleiten, die ich schon mal begrüße, auch hier. Und wir haben natürlich auch eine technische Unterstützung im Hintergrund, nämlich einmal fürs Miroboard, das ist Michelle Deckers, und einmal für den Chat und für den Zoom, das ist Janosch Reble. Also mein Name ist Miriam Barnard, ich bin Professorin für hochschuldidaktische Qualitätsentwicklung seit 2017 hier an der FH Aachen. Also ich bin Hochschuldidaktikerin, habe auch den MOHE in Hamburg gemacht, aber ich bin von der Grunddisziplin her Soziologin. Ich komme aus der Organisationswandel, Technik, Soziologie, genau. Und ich kenne mich gut aus mit Prüfungsdidaktik und mit Lehre im digitalen Zeitalter. Da leite ich gerade ein Projekt in NRW, hdfdh.nrw, also Teaching in the Digital Age. Wie kann man sich als Lehrender dafür vorbereiten? Und damit übergebe ich an Tobias. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Tobias Halbherr. Ich bin vom Hintergrund her, vielleicht um den Hut zu klären, ich komme aus der kognitiven Psychologie, hatte noch Informatik im Nebenfach gemacht. Das hilft mir bis heute sehr. Und habe dann in Lernwissenschaften promoviert und bin seit 10 Jahren an der ETH in der Lehrentwicklung und Technologie. Dort zuständig für die digitalen Prüfungen, also wir nennen das Online-Prüfungen, aber hin und wieder auch für Prüfungen im Allgemeinen. Genau, wir haben insgesamt 3 große Blöcke. Ich fange jetzt mal an. Das sieht jetzt hier noch mehr aus. Ne, 4 große Blöcke. Die sehen Sie auch auf dem Miroboard wieder. Das hatte Michael eben auch schon gesagt. Erstmal fangen wir an mit der Theorie. Ich bin sehr, sehr begeistert davon, was Tobias da alles ausgearbeitet hat. Wirklich auch sehr hilfreich für mich, für die Weiterarbeit, die man aber auch braucht, glaube ich, um das sinnvoll aufzuziehen. Dann haben wir 3 Themen, die an der Theorie dann aufgemacht werden. Ich sage jetzt mal Themen, Tobias meint jetzt wahrscheinlich. Aber es gibt eigentlich informationsvermitteltes, werkzeugvermitteltes und sozialvermitteltes Lernen, sage ich mal. Oder prüfen lernen heute. Und das sind die 3 großen Blöcke, die wir haben und wozu wir dann auch die Fragen aufschreiben können. Dann fange ich nämlich erstmal inhaltlich an und wollte zu Beginn nochmal einen Blick auf den Kontext oder die Frage leiten, warum das, über was wir heute sprechen, eigentlich wichtig ist. Ich würde vermuten, die sich hier zusammengefunden haben, vereint die These, dass man heutzutage bereits von einem digitalen Zeitalter sprechen kann, in dem wir uns jetzt auch schon befinden, dass also Digitalisierung gesellschaftliche Veränderungen impliziert, auf die wir auch in der Lehre reagieren können und vielleicht sogar müssen. Mittlerweile gibt es eine recht ausführliche öffentliche Debatte und auch erste wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema. Die Frage, was braucht man, um sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden, ist ja nicht ganz trivial. Wir befinden uns gerade mittendrin in dem Transformationsprozess und da kann man jetzt noch gar nicht so genau sagen, was man dafür braucht. Beziehungsweise es wird langsam sichtbar, vielleicht auch vor allem dadurch, wo es hakt mit den Dingen, die wir bis jetzt gelernt haben. In dieser Debatte sind unterschiedliche Begriffe zu Hause. Ich habe jetzt nur 4 mitgebracht. Future Skills, Advanced Skills, Schlüsselkompetenzen, 21st Century Skills. Meine Mitarbeiterin Denise Hensen macht gerade eine super Veranstaltung für Studierende, in denen sie diese Skills auch entwickeln sollen und hat sich im Vorfeld da nochmal durch die ganze Materie gewühlt und versucht, das zu destillieren auf die wesentlichen Dinge, die da drin stehen. Und jetzt habe ich die Animation, da hat sie die wesentlichen 8, auf die sich die meisten Rahmen und Begriffe dann beziehen, hier aufgeschrieben. Genau, also die Gemeinsamkeit ist, kommt überall vor, Kreativität, analytisches und kritisches Denken, interkulturelles Bewusstsein, Learning Skills, Initiative ergreifen, verantwortungsvoll handeln, Digital and Data Literacy und Problemlösungsfähigkeiten. Einige dieser Themen hat ja auch das HFD schon in verschiedenen Handreichungen aufgearbeitet. Die können vielleicht auch nochmal in die Materialiensammlung tun, aber eigentlich ist ja die HFD-Seite schon eine Materialiensammlung. Genau. Was bedeutet das für die Politik? Aus Perspektive der Europäischen Kommission führt die Digitalisierung und ihre Auswirkungen dann dazu, dass die Bürger Kompetenzen entwickeln müssen, um angemessen in Arbeitswelt und Gesellschaft teilhaben zu können. Und wie macht man das? Man integriert es in die Bildungssysteme. Um dies zu tun, braucht es aber zunächst Orientierung. Und wie ich eben schon dargestellt habe, das sind nur 4 Begriffe, die in dem Bereich unterwegs sind.
Und was davon sind die relevanten Kompetenzen, die in der digitalen Welt notwendig sind und aufbauend darauf, was für Anforderungen entstehen dadurch an die Lehrenden? Was müssen sie können, was müssen sie vielleicht aber auch tun? Nicht nur können, auch tun. Hierfür hat dann die Europäische Kommission ihren Joint Research Council gebeten, eine Studie zu entwerfen mit dem Ziel, verschiedene vorhandene Frameworks miteinander zu vergleichen, die es auf verschiedenen nationalen Ebenen und internationalen Ebenen schon gab, und zusammenzuführen. Und sie wollten gerne ein gemeinsames Framework haben, das auch auf alle Bildungsstufen zutrifft, also vom Kindergarten bis zur Hochschulbildung, auch weitergehend darüber hinaus lebenslanges Lernen. Am 2017 wurde dann der DECOMP EDU veröffentlicht. Das ist das Ergebnis dieser Arbeit des Joint Research Council. Und Ziel des DECOMP EDU ist es also, ein Kompetenzmodell anzubieten, das Orientierung gibt. Das Modell besteht insgesamt aus 22 einzelnen Kompetenzen, und ich könnte jetzt wirklich den Rest der Zeit auch darüber reden, möchte das aber gar nicht tun, sind insgesamt in 6 Bereiche zusammengefasst. Und 4 Bereiche bilden den pädagogischen Kern, und dann gibt es nochmal 2 Flügel. Einerseits die berufliche Weiterentwicklung der Lehrenden und auf der anderen Seite die Förderung der digitalen Kompetenzen der Lernenden. Relevant ist, was diese Anforderungen aus der Politik an uns gestellt werden, für den vorliegenden Kontext vor allen Dingen das Thema Evaluation, und das fassen Sie wieder zusammen. Also es heißt jetzt Englisch Evaluation und auf Deutsch haben Sie es Evaluation übersetzt. Geht so, sage ich mal, aber es ist auch nicht so leicht, einen guten Begriff zu finden, weil da fassen Sie verschiedene Themen drunter: Lernstand erheben, Lernevidenzen analysieren und Feedback und Planung. Und bei der Förderung der digitalen Kompetenz der Lernenden, also der Studierenden sozusagen, die wir auch fördern müssen, haben Sie nochmal 5 Unterkategorien. Das ist so ein bisschen das, was wir unter Future Skills eben gedacht haben. Schauen wir mal beim Prüfen rein. Da gibt es 3 Unterthemen. Und beim Thema 2 geht es ein bisschen darum, geht in Richtung Learning Analytics. Man sollte, wenn man als Lernender im Digital Age ist eigentlich normal, dass man für seine Studierenden, dass man die Daten dazu erhebt, wie sie weiterkommen, wo sie stehen. Und 4.3 bezieht sich dann genauer drauf auf Feedback, also dass man dass den Studierenden Feedback bekommt und dass man seine eigene Planung anpasst und eventuell auch differenziertere Möglichkeiten für die Studierenden zum Lernen anbietet. Und was aber total einschlägig ist, ist jetzt die 4.1. Das ist genau, da steht nämlich explizit, dass für den Lernstand erheben auch Innovationsnotwendigkeiten bestehen. Also es geht darum, dass wir zukünftig auch digitale Medien für die Lernkontrolle und Leistungskontrolle verwenden und die digitalen Medien nutzen, um die Vielfalt und die Angemessenheit von Beurteilungsformaten und Ansätzen zu erhöhen. Ich glaube, das ist das, wo wir heute auch noch mehrfach drauf zurückkommen. Die Frage, wie kann man die digitalen Medien so nutzen, dass sie auch besser werden aus didaktischer Perspektive. Und damit geht's los mit weiter mit Tobias. Danke. Gut, also der Fokus ist sehr stark auf die Prüfungsdidaktik. Es hat auch viele organisatorische und technische Fragen. Und diese bitte über das Upvoting. Also wir nehmen uns sehr gerne Zeit, um die zu beantworten. Ebenfalls, Sie haben das zu Beginn gesehen, wir haben so die statt über eine Stunde Theorie zu machen und dann über die Praxis zu sprechen, haben wir das etwas verwoben miteinander in der Struktur. Also es kann gut sein, dass wir erst relativ spät im Vortrag dann auf gewisse Fragen eingehen werden. So, damit möchte ich beginnen. Und zwar steht ja im Titel Ressourcenvermitteltes oder wir können auch denken, ressourcenreiches Prüfen. Und jetzt, wieso sollte man das überhaupt tun? Weil die klassische Prüfungssituation ist ja in etwa das, was wir hier sehen. Das heißt, wir haben Studierende, die tragen ihren Kopf auf den Schultern, darin haben sie ihr Hirn und hoffentlich ganz viel Wissen. Und das ist ja eigentlich das, worüber wir etwas lernen möchten oder was wir messen möchten. Und da macht es doch Sinn, wenn wir quasi unser Untersuchungsobjekt möglichst gut isolieren, damit wir da keine Konfrontierung haben. Und deshalb
quasi bis heute dieses sehr schlanke Setup, wo wir Kandidierende haben, ein Blatt Papier, eine Aufgabenstellung und ein Stift. Jetzt ist es aber so, wenn wir das mit der gelebten Fachpraxis vergleichen, und Fachpraxis kann hier sowohl die akademische Praxis, zum Beispiel in der Forschung, heißen, es kann aber auch die berufliche Praxis heißen, bis hin zu unserer Existenz als hoffentlich mündige Bürger, dann haben wir da eigentlich sehr ressourcenreiche Situationen. Das heißt, wir arbeiten mit hochspezialisierten Werkzeugen in den verschiedenen Fächern. Wir haben einen sehr einfachen Zugang zu extrem umfangreichen Informationsressourcen, auf die wir zurückgreifen können. Und in aller Regel arbeiten wir auch nicht alleine, sondern in Teams. Und selbst wenn ich alleine arbeite, habe ich immer die Möglichkeit, wenn ich Fragen habe, wenn ich eine Idee habe, mich auszutauschen, entweder mit Peers oder auch mit, wie sagt man auf Deutsch, mit Seniors quasi, also mit dem Professor oder einem Kollegen, der oder die sich besser auskennt. Wenn wir das Lernen betrachten, ist die Situation eigentlich ganz ähnlich. Die ist auch sehr ressourcenreich. Ich denke, Informationszugriff, das versteht sich von selbst. Wir haben die Lehrbücher, wir haben aber auch im Internet, in Bibliotheken extrem umfangreiche Möglichkeiten, auf Informationen zuzugreifen. Auch hier arbeiten wir und lernen wir den Umgang mit den fachspezifischen Werkzeugen. Und Lernen findet in aller Regel auch sozial statt, sei das in der Vorlesung, wo die Professoren vorne vortragen, das ist ja auch eine sehr soziale Situation, oder sei das die Lerngruppe oder auch das Feierabendbier, wo ich über Gott und die Welt und Privates, aber eben auch Fachliches spreche. Und das führt nun eigentlich zur Frage, ja, kann das überhaupt passen, dass wir eigentlich in dieser hochkünstlichen Situation Prüfungen durchführen? Und das ist in diesem Sinne die Leitfrage auch für jetzt diesen Vortrag. Was spricht denn dafür und welche Vorteile hätte es denn, wenn wir eben ressourcenreich prüfen würden? Jetzt wurde und wird in der Lernforschung, in der Erziehungsforschung immer wieder argumentiert, dass es eigentlich sehr wenig Forschung gibt, die eine Schnittstelle bildet zwischen dem Prüfen oder Forschung zum Prüfen und Forschung zum Lernen. Forschung zum Prüfen, das ist typischerweise sehr, sehr isoliert unter dem Thema Psychophysik oder Psychometrie abgehandelt. Und im Lernen natürlich hat man da die Forschungsmethoden, aber es wird eigentlich wenig Forschung betrieben, wo quasi die zwei Themen als Gesamtsystem analysiert werden. Anas Fahrt hat hierzu argumentiert, dass es, oder hat bezüglich des Lernens argumentiert, dass es eigentlich zwei verschiedene Metaphern für Lernen gibt. Und zwar ist das einerseits eine Metapher, die wir die Akquisitionsmetapher nennen können. Und das ist eigentlich so, wie wir üblicherweise von Lernen denken. Das heißt, es geht darum, quasi Wissen in unserem Kopf aufzubauen. Sie argumentiert aber, dass es zumindest seit der Jahrtausendwende oder den 90er Jahren eben auch eine andere Metapher gibt, und die können wir die Partizipationsmetapher nennen. Das heißt, Lernen ist eben auch ein Sozialisierungsprozess, und die Learning Outcomes, also das, was wir lernen, das ist sozial mediert und nicht nur sozial, sondern auch durch die soziotechnische Umwelt. Jetzt diese Partizipationsmetapher, die können wir assoziieren mit einer ziemlich großen Bandbreite an Grundlagenforschung in den kognitiven und Lernwissenschaften. Einer der frühesten Entwickler solcher Ideen war Gibson in den 70er Jahren zur menschlichen Wahrnehmung.
Und er hat da sehr schön aufzeigen können, wie eigentlich das Problem lösen über die Wahrnehmung, zum Beispiel, wenn ich einen Ball fange, dem ich nachrennen muss, dass da eigentlich die Problemlösung nicht einfach in unserem Kopf stattfindet, sondern über das Gesamtsystem, wie wir uns auch in der Welt positionieren. In der Robotik zu autonomen Robotern gibt es das Thema Embodiment. Situiertes Lernen von Lave und Bengert, die Communities of Practice, das ist ein Begriff, der da geprägt wurde. Jetzt als Metatheorie für diese Partizipationsmetapher können wir die Systemtheorie nehmen. Und da gibt es ein paar Schlüsselbegriffe. Das ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den auf Deutsch richtig sagt, aber Emergence. Also das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und dann etwas, was wir die Untrennbarkeit nennen könnten. Also das heißt halt, wenn wir die Teile auseinandernehmen, dann verschwinden eben auch die emergenten Phänomene. Das Coupling oder die funktionale Bindung, die eben die Gesamtheit des Systems sicherstellt. Und dann, was Affordances Constraints genannt wird, das heißt, in diesem System hängen die Elemente voneinander ab, und zwar derart, dass sie je die anderen Elemente in ihrer Funktionsweise beschränken. Und aber erst durch diese Beschränkung können nachher neue, sehr komplexe, sehr mächtige Verhaltensphänomene entstehen. Das ist vielleicht einfach kurz visualisiert, das ist mit Emergenz gemeint. Ein sehr schönes Beispiel ist ein Fischschwarm oder hier ein Vogelschwarm. Die kann man modellieren mit sehr einfachen Regeln, wie sich die einzelnen Vögel verhalten. Und das führt aber dann in der Summe zu hochkomplexem Verhalten. Und das Entscheidende hier ist, dass wir eben auch menschliches Denken und Lernen als emergentes Phänomen verstehen können. Dann hier die Untrennbarkeit dargestellt. Fällt das Auto auseinander, verschwinden selbstverständlich auch die üblichen Verhaltensweisen, wie fahren, bremsen können und so weiter. Obwohl ja die Teile in der Summe, aber eben nicht in der Zusammenstellung die gleichen bleiben. Und hier quasi noch illustriert die Idee Affordances Constraints. Das heißt, die Umwelt, die schränkt mich ein, aber eben durch die Einschränkung ermöglicht sie auch sehr spannende Verhaltensweisen. Hier zum Beispiel, ohne die Wände könnte der sportliche Mann da gar nicht hochkommen. Gut, dann noch so als letzter großer Gedanke neben der Akquisition und der Partizipationsmetapher können wir uns vorstellen, gibt es wie Modelle, die so einen theoretischen Zwischenraum einnehmen, und wir können die Internalisierungsmetapher nennen. Die wurde von Vygotsky sehr maßgeblich geprägt. Und die Idee hier ist eigentlich, dass alles, was wir lernen, auch abstraktes, konzeptionelles Verständnis, letztendlich immer auf erlebte Erfahrungen, und zwar erlebte Erfahrungen in der Welt, zurückgeht. Und dass über die Erfahrung, über die Interaktion mit der Umwelt verinnerlichen wir wie diese Komplexität und abstrahieren die dann schrittweise. Jetzt, wieso erzähle ich das alles überhaupt? Die Leitfrage ist ja, was ist mit den Ressourcen? Sollten wir ressourcenreich prüfen? Und hier können wir die Ressourcen vielleicht in eben diese drei Kategorien unterteilen, also technische Ressourcen oder Werkzeuge, semiotische Ressourcen oder eben Information und soziale Ressourcen wie zum Beispiel Kollaboration und so weiter. Und der entscheidende Gedanke ist, dass wir aufgrund der Grundlagenforschung eigentlich argumentieren können, dass wir vielleicht einen
dass es sich lohnen würde, einen Perspektivenwechsel einzugehen. Üblicherweise oder denken wir bei Prüfungen so, also das ist das, was ich herausfinden möchte, das ist die Aufgabenstellung, das ist eine Art Stimulus und dann analysiere ich die Response. Und jetzt aber die Partizipationsmetapher, aber in gewissem Maße eben auch die Internalisierungsmetapher besagen, dass eigentlich mit diesem Bild geht etwas sehr Wesentliches verloren. Und das ist eben die Tatsache, dass das sämtliches Lernen letztendlich in der Welt begründet ist, aber dass eben auch die Kompetenzen in der Welt ausgelebt werden und unter Nutzung dieser Ressourcen. So, dann vielleicht zu etwas einfacheren Themen. Miriam hat das schon angesprochen. Wir befinden uns in einem technologischen Wandel. Jetzt den kann man unterschiedlich betrachten. Eigentlich kann man sagen, seit die Schrift oder seit das Feuer entdeckt wurde, hatten wir eigentlich einen solchen technologischen Wandel. Der Buchdruck hat da sicher enorm beschleunigt, dann die Massenmedien und jetzt zuletzt die Digitalisierung hat das erneut beschleunigt. Und das führt zu Veränderungen und das SAMR-Modell ist eine Art, diese Veränderungen zu qualifizieren. Das heißt, zu unterst haben wir die Idee der Übersetzung. Das heißt, da, und das ist häufig das Erste, an das wir denken bei technologischem Wandel, da tun wir eigentlich dasselbe, wie bevor eine Technologie verfügbar war, einfach etwas effizienter in der Reden. Mit der Erweiterung sehen wir bereits grundlegende Veränderungen. Mit der Änderung ist das schon ziemlich fundamental. Und in der Neubelebung, da sehen wir dann Praktiken, die es ohne die Technologie gar nicht hätte geben können. Jetzt, was heißt das für Prüfungen? Ein Beispiel für Ersetzung wäre zum Beispiel MC am Computer. Das geht viel effizienter. Das macht keine Sauerei, wenn ich als Kandidat die Antworten ändere. Und auch die Auswertung ist automatisch. Ich kann dann gleich Statistiken rechnen. Super toll. Aber eigentlich immer noch dasselbe, wie als wir das auf Papier durchgeführt hatten. Ein Beispiel für eine Erweiterung wäre, wenn wir nun einen Aufsatz anschauen. Zunächst kann man sagen, ja, einen Aufsatz schreiben am Computer mit Tastatur, das ist eigentlich sehr ähnlich, wie wenn ich den auf dem Papier schreibe. Hat den netten Vorteil, dass die Leserlichkeit kein Thema ist. Wenn ich möchte, kann ich zum Beispiel auch Autokorrektur einschalten, dann wird das nochmals leserlicher, weil die Orthographie mehr stimmt. Spannend ist hier aber, dass ich, wenn ich am Computer schreibe, den eigentlichen Prozess des Textverfassens grundsätzlich anders angehen kann. Denn auf Papier ist das ein weitgehend linearer Prozess, während ich eigentlich am Computer sehr nicht linear vorgehen kann. Ich kann einzelne Stichpunkte machen, die ausarbeiten, umstrukturieren. Also wir sehen da bereits eine Erweiterung, die auch eine qualitative Veränderung mit sich bringt. Dann die Änderung, hier finde ich ein spannendes Beispiel, wenn wir an Openbook-Prüfungen denken und jetzt aber auf Webressourcen den Zugriff ermöglichen. Hier haben wir bereits eine sehr fundamentale Änderung, weil einfach der Umfang an Informationen nimmt bereits enorm zu und das ermöglicht auch grundlegend andere Aufgabenstellungen. Zum Beispiel ist das gesamte humane Genom online verfügbar. Und ich kann einfach sagen, ich gebe dieser Ressource frei in der Prüfung und damit kann gearbeitet werden. Und das hat dann doch einen sehr anderen Charakter, wie wenn ich zum Beispiel einfach ein Lehrbuch zur Verfügung stelle. Und schließlich die Neubelegung. Ich denke, hier ist sicher die Informatik und das Programmieren das naheliegende Beispiel.
Wenn ich eine Informatikprüfung am Computer mache, wo wirklich programmiert werden muss, oder eine Statistikprüfung, wo tatsächliche Forschungsdaten ausgewertet werden müssen, dann ist das eben etwas grundlegend anderes, wie wenn ich das irgendwie auf Papier versuche durchzuführen. Das heißt nun, wenn wir an diesen Perspektivenwandel sehen, dann können wir das hier jetzt eben auch in Beziehung setzen. Das heißt eben zum Beispiel die Informatikprüfung, wo ich programmiere, ist sehr viel näher an dieser Partizipationsmetapher, weil ich eben in eine dynamische und reziproke Interaktion mit dem Werkzeug trete. Und dieses Interaktionselement eröffnet sehr spannende Möglichkeiten bezüglich Validität, aber eben auch bezüglich, wie sich die Studierenden auf die Prüfungen vorbereiten. Ganz kurz zur Technik, wie funktionieren solche Prüfungen. Ich denke, wichtig ist hier kurz einzugrenzen. Im Vortrag beziehen wir uns immer auf digitale Prüfungen im Sinne von Klausuren. Das heißt jetzt nicht, dass die Konzepte nur für Klausuren funktionieren. In der Regel ist es so, dass ein Konzept, das für eine Klausur funktioniert, auch gut funktioniert, wenn das zum Beispiel unbeaufsichtigt ist. Die große Herausforderung bei Klausuren ist halt das Sicherstellen der Eigenleistung. Und dazu benutzt man in der Regel irgendeine Form von technischer Absicherung der Prüfungsrechner. Und bei uns an der ETH zum Beispiel nutzen wir dazu SafeXam Browser. Und das ist hier illustriert. Das funktioniert so. SafeXam Browser ist auf den Prüfungsrechnern der Studierenden installiert. Und der verwehrt den Studierenden den Zugriff auf jegliche Funktionalitäten des Prüfungsrechners, außer dem Zugang zur eigentlichen Prüfung. Bei uns findet die Prüfung dann in Moodle statt und da haben wir die Aufgaben abgebildet. Moodle oder auch andere Prüfungssysteme, die bieten eine Vielzahl von Aufgabenformaten an, von Multiple Choice über Drag-and-Drop-Geschichten bis hin zum Essay. Gut, dann hatten wir das SAMR-Modell, so jetzt stimmt's. Ich möchte das einfach mal jetzt illustrieren, eher aus praktischer Sicht. Bei uns an der ETH, wie ist da historisch eigentlich die Entwicklung gelaufen? Und da führten wir effektiv zunächst eigentlich einfach herkömmliche Prüfungen durch, mit MC, mit Essay und mussten zunächst überhaupt mal die Technik in Betrieb nehmen, das Know-how aufbauen. Sehr früh, bereits in der initialen Projektphase, hatten wir auch begonnen, fachspezifische Software einzubinden. Also das heißt, da kommt jetzt bereits diese werkzeugvermittelten Ressourcen, sind vor gut 10 Jahren in unsere Prüfungspraxis eingetreten. Der eng damit zusammenhängend ist, wenn ich mit einer Software arbeite, dann möchte ich in der Regel oder muss ich irgendwie auch mit Dateien arbeiten. Und die Dateien ermöglichen sehr interessante Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel im Programmieren einen Skelettcode entwickeln, der muss weiterentwickelt werden, oder ich kann etwas Fertiges den Studierenden zur Verfügung stellen, die arbeiten damit und müssen das analysieren. Oder ich kann aber auch einfach die Vorlesungsskripte in einer Openbook-Prüfung als PDF elektronisch zur Verfügung stellen. Und damit kommt dann eigentlich sehr zeitnah, sehr natürlich eben auch die Information mit in die Prüfung. Wir haben dann auch sehr wenige, weil das ist sehr aufwendig zu entwickeln, Prüfungen, die mit Simulationen arbeiten, mit peripheren Werkzeugen, hier zum Beispiel eine Prüfung, wo Pflanzenproben mit USB-Okularen
annotiert werden und wo man dann irgendwann einen Mediendruck hat und wo dann digital weitergearbeitet wird. Dann Open Web Prüfungen, jetzt aber Open Web Prüfungen im Klausurkontext, das heißt abgesichert, da kann nicht gechattet werden, da kann nur auf definierte, gewitelistete Bereiche des Netzes zugegriffen werden. Digitale Handskizzen und Annotation. Und Sie sehen jetzt, hier wird der Pfeil gestrichelt. Also hier sind wir bereits in Bereichen, wo wir zwar bereits Prüfungen durchführen, aber noch sehr am Anfang oder sehr früh in der Entwicklung stehen. Und dann die Kollaboration, da stehen auch wir noch am Anfang und haben jetzt aber in den letzten Monaten, Jahren viel darin investiert, da mal technologische Grundlagen zu schaffen und Ideen zu entwickeln. So, jetzt ganz kurz, wie sieht das bei uns an der ETH aus? Das ist unser erster großer Computerprüfungssaal. Zuvor hatten wir nur Computerarbeitsräume mit bis zu 40 Plätzen, die wir nutzen konnten für die Prüfung, wobei man dann immer noch Reserveplätze aussparen muss. In diesem Saal können wir bis zu, jetzt, wenn nicht Corona ist, können wir bis zu 160 Studierende auf einmal prüfen. Und der Saal wird während des Semesters als Makerspace genutzt von den Maschineningenieuren und wird dann zweimal im Jahr, wird das Mobiliar komplett gewechselt und wieder zurückgewechselt für die Nutzung für Prüfungen. Das ist eine sehr große Übung, der Umbau. Ich denke aber, es führt zu einer sehr effizienten Nutzung der Raumressourcen und ist allemal noch viel günstiger, als wenn man den Raum bauen müsste. Denn wir haben eine enorme Raumknappheit an der ETH und ich denke, den meisten Hochschulen geht es so. Das ist dann, das war etwa 5 Jahre später, der zweite große Prüfungssaal, den wir in Betrieb genommen hatten. Da können wir bereits 240 Studierende aufs Mal prüfen. Wenn wir jetzt über beide Standorte eine Prüfung durchführen, sind wir schon bei 400 Studierenden aufs Mal. Nehmen wir noch die Computerarbeitsräume dazu, sind wir bei über 500. Wenn man möchte, das ist zwar nicht sehr beliebt, aber es ist möglich, dann kann man Kohortenprüfungen durchführen. Das heißt, Gruppe A schreibt die Prüfung in den Räumen, Gruppe A beendet die Prüfung, Gruppe B, bevor Gruppe A die Prüfung beendet hat, wird in einem Hörsaal versammelt und dann wird Gruppe A verlässt die Prüfungsräume und Gruppe B betritt die Prüfungsräume unter Sicherstellung, dass kein Kontakt stattfindet und so kann man die Raumkapazität effektiv verdoppeln. Das ist dann, wie ein einzelner Arbeitsplatz aussieht. Hier die Situation vor Prüfungsstart, wenn die Prüflinge den Prüfungsraum betreten. Das ist die Wartehalle. Inzwischen, jetzt mit Covid, können wir die auch für Computerprüfungen nutzen. Das heißt, im Moment können wir, wenn nicht Covid wäre, 800 Studierende aufs Mal prüfen. Und in einem neuen Gebäude werden noch 200 Prüfungsplätze dazukommen. Und da wieder die Situation in der Prüfung. So. Und jetzt vielleicht, um eine erste Antwort zu geben, wieso ressourcenvermittelte Klausuren? Ich denke, ein Vorteil ist, weil es ist ja nicht so, dass wir keine ressourcenvermittelten Prüfungen haben an den Hochschulen. Wir haben Gruppenarbeiten, wir haben Gruppenvorträge, wir haben Projektarbeiten, da wird intensiv mit Werkzeugen, mit Informationsressourcen gearbeitet. Und insbesondere haben wir Bachelor-, Master- oder Doktorarbeiten. Und diese Dinge sind eigentlich alle sehr nah oder recht nah an der Fachpraxis. Aber wir haben eine relativ tiefe Kontrolle darüber, ob wir tatsächlich Eigenleistungen bewerten,
Gerade bei den Abschlussarbeiten ist das ja inzwischen eine lukrative Industrie, dass da Ghostwriting-Angebote verkauft werden. Und gleichzeitig ist es auch so, die wirklich tragweiten Entscheidungen treffen wir häufig früh im Studium, da wird selektiert. Und da haben wir eigentlich eine gewisse Lücke. Also da sind die Klausuren ziemlich weit entfernt von der Fachpraxis. Und die Idee ist jetzt eben, dass wir mit der Möglichkeit, eben technologisch den Zugriff auf Ressourcen zu ermöglichen haben, aber das sehr detailliert steuern können wir beginnen, diese Lücke eigentlich zu schließen. Also wir können fachnah prüfen unter hoher oder vergleichsweise hoher Sicherheit, dass wir tatsächlich Eigenleistungen bewerten. Wieso steigen wir mit informationsvermittelten Prüfen ein, obwohl ich ja gleich zuvor erzählt hatte, dass jetzt bei uns an der ETH, aber ich denke auch an den meisten anderen Hochschulen, wenn wir jetzt mal die Corona-Openbook-Prüfungen ausklammern, in der Regel eigentlich das werkzeugvermittelte Prüfen zuerst gekommen ist. Der Grund dafür ist, weil das Thema sehr stark orthogonal ist, also unabhängig von den anderen Themen. Und viele der didaktischen Konzepte bedingen auch gar nicht, dass man digital arbeitet. Und ich denke, das ist ein sehr spannender und guter Vorteil, weil man sogleich loslegen kann mit diesen Konzepten. So, und worüber ich jetzt sprechen möchte, sind sogenannte Doppeltransferaufgaben. Und wie gesagt, das hat zunächst mit Technologie noch überhaupt gar nichts zu tun, hat aber sehr viel eben mit dieser Partizipationsmetapher und diesem Denken in der Welt zu tun. Und ich denke, das Transferkonzept ist den meisten von Ihnen bekannt. Und in der Forschung war und ist da die Situation, dass, wenn man sich das angeschaut hat, dann hat man eigentlich meistens festgestellt, Transfer, das funktioniert überhaupt nicht. Also wenn, oder dann da entwickelt man eine tolle Lehr-Lern-Methode, hat den Eindruck, das funktioniert top, das müsste eigentlich ein wirklich vertieftes konzeptionelles Verständnis, das transferierbar ist, befördern, dann gibt man Transferaufgaben und die Lernenden scheitern einfach durchs Band. Das hat so weit geführt, dass auch argumentiert wurde, Transfer, das gibt es eigentlich gar nicht. Und das wäre doch ein ziemliches Problem, weil das würde ja bedeuten, dass Bildung gar nicht möglich ist, weil Bildung zielt ja letztendlich immer darauf ab, dass wir das, was wir gelernt haben, auch im außerschulischen Kontext anwenden können. Jetzt, ich erzähle hier von einer Studie von Schwarz und Martin aus 2004. Die heißt Inventing to Prepare for Future Learning. Die ist auch in den weiterführenden Materialien. Und als Ausgangslage hatten die eine Lernaktivität, wo die Schüler eine statistische Methode wirklich erfinden mussten und als Kontrast eher klassische Instruktion. Darum geht es mir jetzt aber nicht, sondern es geht einfach darum, sie hatten zwei Lernbedingungen und die Hypothese, die eine sollte zu besserem transferierbarem Lernen führen und hatten das dann in einer herkömmlichen Transferaufgabe überprüft. Und siehe da, es gibt keinen signifikanten und auch keinen nennenswerten Unterschied zwischen den Gruppen. Das ist das Erste. Und das Zweite, die Leistung ist komplett im Keller. Und was sie dann eben gemacht haben,
ist, Sie haben dieselbe Transferaufgabe modifiziert. Und zwar haben Sie den Schülern in die Prüfung eingebettet, eine Lerngelegenheit geboten. Und die Überlegung war hier, dass eben Konzeptverständnis, Transferfähigkeit, das ist quasi nicht eine nackte, isolierte Fähigkeit, und da ist jetzt auch der Querbezug zu dem, was ich eingangs gesagt hatte, sondern wir sollten das als eine Vorbereitung für zukünftiges Lernen verstehen. Oder wie im Englischen Preparation for Future Learning. Also das heißt, wenn wir ein tiefes Konzeptverständnis entwickelt haben, dann bedeutet das nicht, dass wir quasi benachbarte Konzepte einfach schnell quasi selbst immer wieder neu erfinden können, aber wir werden diese verwandten Konzepte sehr viel schneller erlernen können, wie eben andere, die nicht über solches Konzeptverständnis verfügen, und das wird dann eigentlich direkt in der Prüfung so abgebildet. Und siehe da, das ist genau das, was passiert ist. Also in der Standard-Transferaufgabe sieht man keinen Unterschied zwischen den Experimentalgruppen, aber in der Doppeltransferaufgabe, ich denke, das sieht man hier sehr schön, sieht man einen sehr deutlichen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Was auch sehr spannend ist, wenn man hier schaut, also das sind jetzt einfach das ist die Instruktionsgruppe, die profitiert überhaupt nicht, wenn man hier den Vergleich macht von der Lerngelegenheit. Also das heißt nicht nur, dass diese Gruppe profitiert hat, sondern bei dieser Gruppe hätte man die Lerngelegenheit genauso gut auch nicht zur Verfügung stellen können, die Leistung bleibt die gleiche. Und das Interessante ist jetzt, dass wir quasi diese Doppeltransferaufgabe, können wir eben auch sagen, das ist eine informationsvermittelte Aufgabe. Und das bringt einen sehr wichtigen Kerngedanken zum Ausdruck. Jetzt gerade, wenn wir an die Open Book Prüfung denken, zu welcher ich dann als nächstes sprechen werde. Ganz wichtig ist, dass wenn wir Informationsmaterialien zur Verfügung stellen, dass die wirklich einen instrumentalen Charakter haben für die Prüfung. Also wenn ich einfach die Vorlesungsunterlagen zur Verfügung stelle und das ersetzt quasi das Auswendiglernen, dann wird das ziemlich sicher nicht zu einer qualitativen, im didaktischen Sinne und im messtheoretischen Sinne qualitativen Veränderung führender Prüfung. Wenn es aber darum geht, dass ich eben die Informationen wirklich nutzen muss, um die Prüfung bearbeiten zu können, und das ist der Gedanke, Kerngedanke hinter der Doppeltransferaufgabe, dann bin ich plötzlich befähigt, wirklich tiefes Konzeptverständnis überprüfen zu können, was sonst sehr schwierig ist. Und ich habe versucht, das bildlich darzustellen, was geht da eigentlich vor. Also wir können sagen, das ist quasi das Konzept, das Ding, das gelernt werden soll. Und die Studierenden lernen, die verinnerlichen das dann irgendwie. Und jetzt dieses Konzeptverständnis hier ist eben eine Vorbereitung für das zukünftige Lernen. Und das findet statt, indem man neue Informationen über ein verwandtes Konzept erhält und dieses dann erlernt und dann in der Prüfungsaufgabe zur Anwendung bringen muss. So, jetzt ist das da, und quasi dieser Teil hier, das ist eben die Doppeltransferaufgabe, und Doppeltransfer deshalb, weil ich eben hier im Lernen muss ich quasi das Konzept, das ich hier verinnerlicht hatte, in Anbetracht der neuen Informationen mal in meinem Verständnis überarbeiten. Und dann muss ich es im zweiten Schritt zur Anwendung bringen. Wie geht das ganz konkret? In der Studie von Schwarz und Martin hatten die das so gemacht. Da waren die Lernziele
Mittelwert und Varianz. Die wurden dann da eben experimentell variiert erlernt. Und dann im Test, da hat es verschiedene Aufgaben. Und eine der Aufgaben beinhaltete eine Erklärung, wie man standardisierte Werte berechnen kann. Also wirklich tutorialartig. Und in der Aufgabe musste man nur die Werte einfüllen. Und dann gab es aber später eine Aufgabe, die man konzeptionell nur sinnvoll lösen kann, wenn man standardisierte Werte berechnet. Aber die Schüler und Schülerinnen, die mussten quasi, der Fünfer musste ihnen selbst runterfallen. Also die mussten selbst auf die Idee kommen, aha, das, was ich hier gelernt habe, das kann ich ja hier anwenden. Und das ist eben genau nur bei der einen Gruppe passiert und bei der anderen nicht. Dann habe ich selbst auch in einer Studie versucht, die Doppeltransferaufgaben anzuwenden. Da ging es um Programmieren, funktionales Programmieren mit Java. Das war in einem Kurs, wo die eigentlich einfach normales objektorientiertes Programmieren gelernt hatten. Und da hatten wir ein Tutorial, wo sie mal einfach dieses Paradigma funktionales Programmieren kennenlernten mit numerischen Werten. Und im Test dann gab es eine Kurzeinführung, ja, wie funktioniert das jetzt, wenn ich statt numerischer Werte mit Java-Objekten, also mit objektorientierten Objekten, arbeite. Und das hat von den Daten her genau gleich funktioniert, wie in der Originalstudie. Also was können wir zusammenfassen? Was sind die Vorteile von Doppeltransferaufgaben? Einerseits natürlich, wie ich schon gesagt habe, das kann man auf Papier wie auch digital machen. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Vorteil. Und eben sie ermöglichen wirklich vertieftes Verständnis zu erheben. Was auch ein Vorteil ist, sie sind viel einfacher wie normale Transferaufgaben. Also sie reduzieren eigentlich den Schwierigkeitsgrad, beziehungsweise sie reduzieren den Schwierigkeitsgrad eben nur für die, welche die zugrunde liegenden Konzepte wirklich verstanden haben und für die anderen eben nicht. Was sicher eine Herausforderung ist, ist, das Ganze funktioniert nur, wenn die Konzepte, welche in den Doppeltransferaufgaben eingeführt werden, wirklich für alle Studierenden neu sind. Weil sonst überprüfe ich einfach Memorisiertes. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich jedes Semester oder jedes Jahr muss ich wirklich wieder grundlegend neue Aufgaben zur Hand haben. Wobei wir jetzt dann in den nächsten Beispielen sehen werden, wie man das etwas umgehen kann. Was auch eine Herausforderung sein kann, und das gilt allgemein für Transferaufgaben, ist die Akzeptanz. Das typische Argument da ist ja, aber das war gar nicht im Prüfungsstoff, das dürfen Sie gar nicht prüfen. Und ich denke, da hilft das Konzept Constructive Alignment enorm, denn wenn man das ernst nimmt, dann muss man sagen, ja gut, wenn ich von den Studierenden erwarte, dass sie Gelerntes transferieren können, dann ist eben diese Fähigkeit zu transferieren Teil der Lernziele und muss entsprechend auch bereits im Semester beübt werden. Beübe ich das im Semester, kann auch niemand sagen, ja, das war nicht Teil des Prüfungsstoffs, weil man klar darlegen kann, Moment, das wussten Sie, dass Sie alles, was Sie erlernt hatten, auch in neuen Kontexten und Aufgaben anwenden können müssen. Gut, dann Open Book Prüfung. Ich denke, der Gedanke hier, und zwar so wie ich ihn verstehe, auch im White Paper, welches eingangs erwähnt wurde, da hatten wir insbesondere zu Beginn ziemlich viel diskutiert, was ist eigentlich eine Open Book Prüfung, und dann aber doch einen sehr deutlichen Konsens eigentlich gefunden. Was Open Book Prüfungen nicht sind, ist Anything Goes. Ich denke, das hat man jetzt mit Corona häufig gehört, nach dem Motto, ja, aber wie funktioniert das denn?
wenn die Studierenden von zu Hause ohne Aufsicht oder mit irgendwie improvisierter Aufsicht ihre Prüfung schreiben, das ist doch ein Problem. Und dann antworten die Mediensprecher oder die Experten der Hochschule, ja, das ist so, aber wir machen eine Open-Book-Prüfung. Ist nach unserem Verständnis von Open-Book-Prüfungen ist das Nonsens, weil es geht um den Zugang zu Informationsressourcen und es geht eben nicht um den Zugang zu einem Ghostwriter oder um den Austausch von Aufgabenlösungen zwischen den Studierenden. Was jetzt bei Open-Book-Prüfungen sehr spannend ist, dass man hier, und wenn man jetzt die Grundideen vom Doppeltransfer mitnimmt, eben auch Information Literacy und zwar in einem sehr fachnahen Sinne prüfen kann. Also zum Beispiel, ich komme aus der Psychologie. In der Psychologie muss man Literaturrecherche machen. Und jetzt kann ich hier eben eine Doppeltransferaufgabe zum Beispiel machen, wo die Studierenden selbst quasi die Informationsressource finden müssen. Und das ermöglicht eben auch, dass wir Information Literacy quasi nicht als dieses abstrakte, überfachliche Ding prüfen müssen, sondern dass wir das wirklich eingebettet in sehr fachnahe Aufgaben durchführen können. Und Open Book geht selbstverständlich auch das geht auch nicht digital. Ich denke, da ist das beste Beispiel, sind Formen und Tafeln in der Mathematik, in der Physik, wo auch, oder das Buch mit den Formen und Tafeln hat dort einen sehr transitiven Charakter quasi. Also ich nutze das wirklich in der Aufgabenbearbeitung und das ist nicht einfach ein Ersatz für auswendig lernen. Sehr spannend sind, was man Spickzettelprüfungen nennen kann. Das heißt, das sind Prüfungen, wo die Studierenden selbst ihr Open Book gestalten, so wie das hier abgebildet ist. Ich finde die Prüfungen enorm spannend. Ich denke, viele von Ihnen kennen das. Da entstehen zum Teil richtige Kunstwerke. Und auch das kann man handschriftlich machen. Man kann es aber auch elektronisch machen. Und da öffnen sich jetzt auch wieder sehr interessante Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man sagen, ja, ich integriere das E-Portfolio. Oder im einen Extrem, an welchem gearbeitet wurde, in die Klausur. Also mein E-Portfolio als Student ist für mich zugänglich in der Prüfung und ich kann das nutzen, um dann Prüfungsaufgaben zu bearbeiten. Ich kann aber zum Beispiel auch Übungen, an der ETH haben wir viele Übungen und wir haben zum Beispiel Informatikprüfungen, wo die Studierenden dann Zugriff auf ihre Übungen haben in der Prüfung, die können dann Code-Fragmente mittels Copy-Paste zum Beispiel nutzen in der Prüfung. Das kann aber auch etwas ganz Einfaches sein, wie ein annotiertes Skript. Jetzt vielleicht kurz etwas Empirie dazu. Letztes Jahr habe ich eine Studie durchgeführt, wo ich an der ETH führen wir Unterrichtsbeurteilung durch und vor circa 5+ Jahren haben wir einen separaten Fragebogen für die studentische Evaluation von Prüfungen entwickelt. Und da habe ich jetzt von über 1800 Prüfungen und mit über 100.000 Fragebögen habe ich die analysiert und zwar hinsichtlich systematischer Unterschiede zwischen eben informationsvermittelter Prüfungen, also hier konkret Open Book oder Spickzettelprüfungen versus Closed Book Prüfungen, aber auch zum Beispiel werkzeugvermittelte Prüfungen versus herkömmliche Prüfungen. Was man jetzt hier sieht, ist die Antwort Häufigkeiten in Prüfungen von Studierenden zur Frage, worauf haben sie fokussiert in der Prüfungsvorbereitung? Und da gab es drei Optionen. Eine Option, die bildete ein Fokussieren auf Auswendiglernen, auf Faktenwissen ab. Eine, ein Fokussieren auf Verständnis
Und eine dritte, ein Fokussieren auf das Beüben in konkreten Aufgaben. Was wir nun sehen, wir haben hier, das sind herkömmliche computerbasierte Prüfungen, hier sind papierbasierte Prüfungen. Und hier oben sind Closed-Book-Prüfungen, hier unten sind Open-Book, Open-Web und Spickzettel-Prüfungen. Und wie gesagt, immer unter Klausurbedingungen. Und wenn wir hier die rote Verteilung uns anschauen, dann sehen wir, dass wir hier, streut das sehr breit, also hier haben wir Prüfungen, wo sehr viele oder die meisten Studierenden sich auf Auswendiglernen fokussieren in der Vorbereitung. Wir haben aber auch einige Prüfungen, wo das sehr wenige tun. Wir sehen aber, dass eigentlich in den meisten Prüfungen, auch auf Papier, da ist es etwas weniger schlimm, sehr wenige Studierende das wirklich konkret beüben, wenn sie lernen. Wenn wir jetzt die Open Book Prüfungen betrachten, dann sehen wir genau das Umgekehrte. Das Auswendiglernen in den allermeisten Prüfungen tut das fast niemand mehr. Wohingegen in sehr vielen Prüfungen, da wird dann wirklich konkret geübt in Aufgaben. Was wir auch sehen, quasi fokussieren auf Verständnis, das geht auch etwas zurück zugunsten dem konkreten Üben. Genau, das ist einfach das nochmals zusammengefasst. Und jetzt, was können wir dazu sagen? Also was sind Vorteile von Open Book Prüfungen? Ich denke, das ist einerseits die Authentizität, das ist diese Gegenüberstellung, die dreifache ganz zu Beginn. Eben wenn wir lernen, wenn wir in der akademischen oder beruflichen Praxis sind, dann haben wir auch Zugang zu Informationsressourcen. Wenn man da quasi die Ressourcen transitiv nutzt, wie der Idee des Doppeltransfers folgend, dann können wir damit wirklich auch tiefes konzeptionelles Verständnis prüfen. Und das zeigt auch die empirische Forschung, Dozierende haben die Tendenz, sobald die Prüfung Open Book ist, gestalten die komplexere Aufgaben, also die weniger auf der Faktenwissen-Ebene sich bewegen. Die Herausforderungen ist sicher die Absicherung, also gerade wenn ich im Internet bin, wie schaffe ich das, dass die Studierenden wirklich nur auf die Webseiten Zugriff haben, auf die sie sollen. Was auch passieren kann, ist, dass die Studierenden sich einfach weniger, die investieren weniger Zeit in die Vorbereitung, auch das sind empirische Befunde. Und da zeigt sich aber, dass sie das eigentlich nur tun, wenn sie eine falsche Vorstellung haben, was sie erwartet in der Prüfung. Wenn die wissen, da kommen dann komplexere Aufgaben, da muss ich die Informationsressourcen wirklich nutzen und kann nicht einfach nur nachschlagen, dann bereiten die sich eigentlich ähnlich intensiv vor, wie sie sonst würden. Und was auch eine Herausforderung ist, ist der Zeitaufwand. Und da meine ich jetzt nicht die Vorbereitung, sondern da meine ich wirklich für die Studierenden während der Prüfung, weil halt das Nachschlagen von Informationen, das Durchlesen, das benötigt alles Zeit. Auch deshalb denke ich, ist es wichtig eben, dass die Informationen instrumentell sind, weil dadurch ist diese Zeit quasi time on task. Wenn ich nur etwas nachschlagen muss und dann direkt wiedergeben, das ist eigentlich keine Time-on-Task im fachlichen Sinne. Jetzt noch als letztes Beispiel. Können wir wie sagen, wenn wir komplexe Fallstudien gestalten, das können wir verstehen eigentlich als ein Beispiel, wo wir effektiv eben das Konzept des doppelten Transfers und die Open-Book-Prüfung zusammenbringen. Und ein Vorteil hier ist sicher, dass man jetzt eben die Neuartigkeit, die ich erwähnt hatte, die essentiell ist in der Doppeltransferaufgabe,
die muss jetzt nicht mehr quasi in einem neuen Lerninhalt sein, den ich jedes Mal variieren kann, sondern diese Neuartigkeit, die kann ich einfach in der Fallstudie verankern. Also was ich jetzt noch variieren muss, ist einfach, ich nehme jedes Jahr eine andere Fallstudie. Und hier wird dann auch, wenn die Studierenden sagen, haha, ich bin schlau, ich will nicht, dass mich das unvorbereitet trifft in der Prüfung, also schaue ich, was ist in den Vorjahresprüfungen passiert und ich bereite das vor, dann ist das eigentlich ein Feature und kein Bug. Denn um die Aufgaben zu bearbeiten, müssen die Studierenden ja genau eben diese transitive Informationskompetenz quasi, beüben sie das. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich möchten, weil das auch die Kompetenz abbildet, die wir suchen. Und das ist auch fair für die Studierenden, weil das ja wieder eine sehr ähnliche Aufgabe sein wird. Einfach die Fallstudie ist anders. Also das sollte auch für die Akzeptanz dann nur Vorteile haben.